Willkommen im Land der drei Meere. Heute zeige ich euch das Kokmo Daytona X, die Campagnola Levante Felgen, richtig geiler Gravel Laufradsatz und meine Schaltung und alles. Einfach ein ziemlich geiles Bike. Hi, herzlich willkommen in Mecklenburg-Vorpommern. Wie ihr vermutlich gelesen habt, habe ich ein neues Fahrrad. Und zwar das Kokmo Daytona X in einer richtig geilen, speziellen Sonderausführung. In meiner Größe wiegt das Kokmo ca. 10 Kilo. Also bei 1,87 ist es, glaube ich, eine 56er Rahmenhöhe. Ich habe richtig coole neue Laufräder, die ich euch auch zeigen möchte. Ganz einfach, weil ich mit meinem Vision-Laufradsatz richtig Probleme hatte. Schon wieder. So, endlich wieder auf Asphalt. Auf jeden Fall mega cool, dass ich kurz eine Begleitung hatte. Aber diese Geräusche am Fahrrad, die sind schon ein bisschen fürchterlich. Wir haben hier einen richtig geilen Laufradsatz, und zwar den Campagnola Levante. Wenn ich mich richtig irre, kam der Laufradsatz 2022 raus. Wir haben eine 30er Felgenhöhe. Das ganz Spezielle ist, die Speichen sind asynchron eingespeicht. Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass die Felgen länger halten, dass man auf Touren weniger Speichenbrüche hat und, falls man einen Satz dabei hat, dass man immer die gleiche Speichenlänge braucht. Die Speichenlöcher sind schräg gebohrt. Dadurch verteilt sich die Kraft ganz anders und der Laufradsatz hat eine viel längere Lebenszeit. Das ist richtig cool. Der ganze Laufradsatz wiegt ca. 1,4 Kilo. Wir haben konische Lager, die halten auch extrem lange. Er ist super schnell, super agil. Wir haben eine 25er Maulbreite. Und diese lässt bis zu 76 mm breite Reifen zu. Also es ist ein super schneller, super cooler Carbon-Gravel-Laufradsatz, der wirklich nur für Gravel gedacht ist. Als ich das Bike vor 2 Tagen bekam, habe ich es direkt auf Herz und Nieren geprüft. Ich bin mit der CX Berlin-Gruppe, sind wir den Mauerradweg gefahren und wirklich geballert, Tempo, Kopfsteinpflaster, und das Fahrrad musste richtig leiden. Leider hat mich mein Vision-Laufradsatz am nächsten Tag wieder extrem enttäuscht. Die Lager hatten schon wieder Spiel, wieder Probleme, und deswegen wurde mir von meinem Händler der Levante-Laufradsatz empfohlen. Der kostet ca. 1.400 €, ist eine krasse Investition, aber ich muss sagen, A, gibt es teurere Laufradsätze, und zum anderen ist er wartungsarm, hat eine sehr hohe Lebensdauer und ist einfach nur geil. Ansonsten kann ich euch auch die Fullchrom-Dinger empfehlen. Schaut mal bei Felix's Bikes vorbei, der hat da richtig geile Videos gemacht und kann euch zum Laufradsätzen viel, viel mehr erzählen als ich denn. Wie gesagt, das Daytona ist ein Titanrahmen der Marke Kokmo. Es ist super agil, hat super Vortrieb, ist richtig schön, ist einfach Fahrspaß. Ich fahre die 8100er GRX. Übrigens mit Synchro-Shift. Das Geniale ist, ich habe vorne auf dem großen Blatt 48 Zähne und auf dem kleinen habe ich 31. Und hinten habe ich 11,42. Und das heißt, ich komme jeden Berg hoch, ich komme auf jeden Untergrund klar, hoffentlich. Und ja, es ist ein super geiles Bike. Vorbau und Lenker sind übrigens von FSA, eine Marke, die ich sehr mag. 120er Vorbau, richtig geiler, aggressiver Lenker. Oh. Licht habe ich sonst die Lupine dabei, jetzt aber, wo ich nicht wirklich nachts fahre, habe ich die Lusine dabei, hinten die Lupin Max, und ja, ist ein richtig geiles Bike, und jetzt gucken wir uns an, was das Ding überhaupt kann. Wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern, dem Land der drei Meere. Waldmeer, Sandmeer, gar nichts mehr. Und davon gibt es hier eine ganze, ganze Menge, und das gucken wir uns jetzt aus der Nähe an. Warum habe ich mir jetzt eigentlich ein neues Bike geholt? Naja, ich hatte mit dem anderen Rahmen hatte ich ein paar Probleme, habe ein paar Experimente gemacht, die nicht geklappt haben. Und das Kokmo hat einfach mal 100 Jahre Garantie. Also es hält ein Leben lang, alles geil, und es fährt sich echt. Und jetzt auf zum Fahrradfahren. Wie gesagt, ich fahre
vorne 48 mal 31 und hinten 11,42. Also eine richtig kranke Übersetzung, die richtig viel Spaß machen wird. Und es ist einfach, glaube ich, ziemlich nice. Und natürlich muss man sich nicht einen Titanrahmen holen. Es geht auch ein Stahlrahmen von Kona oder was auch immer ihr geil findet. Ja, Übersetzung finde ich toll. Bin Fan von Dura-Ace oder von elektrischer Schaltung. Das wissen die meisten, glaube ich, die mich kennen. Und ansonsten bin ich einfach nur ziemlich bekloppt. Und weiter geht's. So, es fährt sich mega geil. Ich komme wunderbar durch den Sand. Und durch die Kiefern. Weiter geht's. Ich persönlich würde euch den normalen G-Bomb Bite empfehlen. In 40 mm oder 45 mm. Und hier sind ganz viele Viecher. Mega anstrengend. Praktisch ist es natürlich für mich auch, dass ich die Schwalbe G-Bomb Ultra Bite drauf habe. Diese Treckerreifen fehlen sich echt durch jeden Untergrund. So, bevor ich jetzt weiterfahre, erstmal ein kurzes Fazit. Das Geile an dem Rad sind natürlich die Laufräder. Also wie gesagt, die Campagnola Levante verlinke ich euch auch. Kann ich nur empfehlen. Sind relativ neu. Vor allem, sie sind auch für Shimano und SRAM geeignet. Da kann man einfach den Freilauf wechseln. Der Rahmen, absolut Liebe. Und natürlich überzeugt das Rad auch auf Asphalt. Es ist einfach eine Bombe. Es lässt sich ballern, trotz 45er Reifen. Leider habe ich nur einen Akku dabei und wir sehen uns gleich. Ich hoffe, ich konnte euch einen ganz kleinen Eindruck über das Bike geben. Den Laufradsatz kann ich einfach nur empfehlen. Hoffentlich ziemlich langlebig. Und wir sehen uns auf der Straße, im Wald, auf Schotter und überall. Liked, abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!